in Amsterdam. Ich sehe ein bisschen fertig aus, aber die Zugfahrt war halt auch lang. Jetzt haben wir unser Apartment bezogen und ich glaube, wir machen gleich mal eine Roomtour. Ist nämlich sehr schön hier an so einer Hauptstraße, aber wir haben hier schon mal einen kleinen Balkon und dann zeige ich euch jetzt gleich mal die Wohnung. Also hier kommt man rein. Hier ist schon mal das ziemlich niedliche Bad. Also kurze Füße am besten haben und rückwärts reingehen. Aber es ist so in Amsterdam. Und hier ist das Einzelzimmer und Master Bedroom mit Zugang zur Terrasse, die auch sehr schön ist. Da werden wir heute Abend ganz sicher sitzen. Und von hier aus geht's zum zweiten oder zum eigentlichen Bad. Auch sehr schön. Und von hier geht's dann auch wieder ins Wohnzimmer. Viele Türen. So, da geht's ins Wohnzimmer. Da war ja nichts an Lebensmitteln oder sowas. Nee. Halt da. Das war schon so. Ja. Das Gefühl, das ist schon drin. Also das Airbnb ist auf jeden Fall schon mal sehr süß und jetzt werden wir noch ein bisschen rausgehen und vielleicht was essen und ja, die Gegend erkunden. Wenn ihr in Holland seid, müsst ihr unbedingt Stroopwafeln essen. Netterweise hat der Host uns schon mal eine kleine Packung hier gelassen. Yummy, 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 yummy. Keine Kohlensäure. Und noch ein bisschen Proviant eingekauft im Kiosk. Also uns Airbnb ist ziemlich mitten in einer beliebten Kneipe. Guten Morgen, der erste komplette Tag in Amsterdam. Im Moment regnet es noch, ein kleines Unwetter zieht auf, aber das soll verschwinden und vielleicht gehen wir heute direkt mal ins Museum und verstecken uns dort vor dem Regen, mal gucken. Ansonsten, ja, die Wohnung ist weiterhin schön, ich habe sehr gut geschlafen, war sehr früh wach und jetzt gucken wir uns mal Amsterdam an. Und nach dem sehr leckeren Frühstück gehen wir jetzt auf den Markt und holen uns unser Frühstück für die nächsten zwei Tage. Hier ist unser Airbnb, da ist der Balkon und da ist die Kneipe, wo abends scheinbar echt der Bär steppt hier.
Aber es ist sehr schön. Wir sind jetzt hier im Museum in der Außenanlage, ist auch ein bisschen angenehmer als drin und wir schauen uns die Banksy und Dali Ausstellung an und das ist zum Beispiel ein Teil davon. Lauf mir durchs Bild, Sarah. Es ist sehr warm und sehr schön. Wir müssen jetzt irgendwo was zu trinken finden. Und ich hoffe, wir kommen da rein, wo ich hin möchte. Und es ist nicht zu voll. Sarah macht schon Kunstpausen. Es geht schon weiter. Das Café ist definitiv zu warm und zu voll. Deswegen gibt es jetzt Eis und ja, einen Platz am Wasser. Und jetzt gibt es 3 Kugeln Eis. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles genommen habe. Kinderschokolade, Dulce Leche, ach ja, und Strohwaffel. Und als Topping Nutella. Und jetzt muss ich das schnell essen, weil es schon dahin schmilzt. Und jetzt setzen wir uns hier ans Wasser. Das ist die Magere Brück und vor ein paar Jahren habe ich auf dem Hausboot gewohnt. Wie mache ich das?
Tai Chi. Wir haben nichts geraucht, möchte ich dazu sagen. Passiv geraucht. Passiv, ja, den ganzen Tag passiv geraucht, das reicht auch. Jetzt gehen wir essen irgendwo. Gehen in die Wohnung und noch ein bisschen Sundowner auf dem Balkon genießen und heute ein bisschen früher ins Bett, denn morgen geht es sehr früh raus ins Anne-Frank-Haus. Sowas muss ich mir hier antun. Ich habe schon den ganzen Tag den Ohrwurm in dieser Stadt. Aber Dani ist sexy, ja. Dani ist sexy, ja, das macht mir Angst. Okay. Wieso? Wir sind schon da, wir müssen nicht mehr fahren.